Länderspiel abgesagt. Wie bieten wir dem Islamischen Staat die Stirn, liebe Zuschauer? Das ist der neue Titel der Phoenix-Runde heute Abend aus aktuellem Anlass. Bis etwa 19 Uhr hieß die Sendung noch Angst vor dem IS. Wie schützt sich Europa? Fragezeichen. Ein zunächst abstrakter Titel, der aber heute Abend mit ganz konkretem Inhalt gefüllt worden ist. Willkommen bei uns. Meine Gäste, Anne Maillet ist bei uns, Deutschland-Korrespondentin des französischen Nachrichtenkanals France 24, also 24, das heißt, sie senden rund um die Uhr. Karl-Heinz Kamp ist bei uns, der Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik in Berlin. Professor Adolf Gallwitz, Polizeipsychologe, Sie arbeiten auch als Profiler, sind Spezialist für psychische Analysen für Menschen in Extremsituationen. Und Bruno Schirra ist bei uns, Autor und freier Journalist, unter anderem für die Zeitschrift Cicero und Die Welt. Der Schwerpunkt Ihrer Berichterstattung ist der Nahe und Mittlere Osten. Herr Kamp, wir haben gerade die Pressekonferenz live übertragen mit dem Bundesinnenminister, dem niedersächsischen Innenminister und dem DFL-Präsidenten Rauball. Was ist eigentlich aufgefallen an der an den Äußerungen? Ist es jetzt der Inhalt? Man hat ja nicht so viel preisgegeben aus Gründen der Ermittlungstaktik. Was ist Ihnen bei dieser Pressekonferenz aufgefallen? Also wir haben ja alle die Pressekonferenz gehört, dass nun keine Gründe genannt worden sind, warum der Staat so gehandelt hat, wie er eben gehandelt hat. Aber ich glaube, dass die Reaktion speziell des Bundesinnenministers, wie ich es selten gesehen habe, doch schockierend war. Oder er war geschockt. Er war geschockt. Und wenn er von einer bitteren Nachricht spricht, dann deutet das darauf hin, dass, und er ist ja eigentlich kein Mann, der zu Übertreibungen neigt, dass selbst wenn man nichts weiß, was dazu geführt hat, aber doch die Gründe so gravierend gewesen sein müssen. Und wenn er davon sprach, dass er die Bevölkerung nicht verunsichern möchte, das sind alles Hinweise, dass es sich um einen sehr ernsten Fall gehandelt hat. Und insofern glaube ich nicht, dass man da voreilig etwas gemacht hat, nur weil Frankreich vielleicht eine entsprechende Reaktion hat. Ich will jetzt keine Exegese der Äußerungen im Einzelnen machen, aber bitter bezieht sich dann eben auf die Erkenntnisse der Polizeibehörden, nicht so sehr auf die Tatsache, dass das Spiel abgesagt worden ist. Nein, also offenbar bitter, so habe ich es verstanden, bezog sich darauf, dass die Nachricht oder dass der Grund, weswegen man so gehandelt hat, wie man gehandelt hat, so stark war, dass es keine Alternative gab. Und es war auch eine komplette Einigkeit auf dem Panel aller drei, die das komplett unterstützt haben und die auch betont haben, dass es keinerlei Zwischentöne, keine unterschiedlichen Interpretationen gab. Ich glaube, das war eine sehr klare Entscheidung. Da muss was vorgelegen haben, was sehr ernst war. Herr Schirra, was ist Ihr Eindruck gewesen von den Aussagen? Auch von dem, was die drei, nicht, vor allem die beiden Innenminister, nicht gesagt haben. Selten, denke ich, hat man einen preußischen Beamten, der Herr de Maizière ohne jeden Zweifel in des Wortes bester Bedeutung ist, so erschüttert gesehen wie heute Abend auf diesem Panel. Da ist was vorgelegen, da hat was vorgelegen. Da hat nicht jemand eilfertigst eine populistische Entscheidung getroffen aus spekulativen Gründen. Wir sollten uns allerdings hier, wie wir jetzt heute Abend hier sitzen, davor hüten, zu spekulieren, zu suchen, was kann davor gelegen haben. Er hat nicht umsonst gesagt, ich will die Quellen schützen. Das deutet darauf hin, es gibt harte Belege, dass da konkret was vorgelegen hat. Das heißt, man hat in der letzten Minute offensichtlich die Reißleine gezogen. Gott sei Dank. Lieber einmal zu oft die Reißleine ziehen. Und es gibt keine Opfer, als einmal zu wenig. Und es gibt Opfer. Wir müssen uns nochmals hüten, jetzt wild zu spekulieren. Wir können nicht wissen und vielleicht sollten wir auch nicht wissen, was faktisch dem zugrunde lag. Man muss in diesen Zeiten des Terror-Krieges vorsichtig sein mit allzu eilfertigen Spekulationen. Herr Gallwitz, wenn Sie heute Abend in Hannover Dienst gehabt hätten, wären Sie eingebunden gewesen in diese Entscheidung, diese Erwägungen und auch in das Abwägen und dann letztendlich, dass man eben das Spiel absagt. Können Sie ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was da eigentlich abläuft, wenn eine solche Erkenntnis kommt? Das sind also, wie gesagt, irgendwelche Hinweise, oft ja selbst aus dem Milieu von Informanten. Was passiert da? Wie reagiert der Polizeiapparat? Wie geht er vor? Wie versucht er, seine Erkenntnisse so anzureichern, dass er auch wirklich, wie jetzt Herr Schirra sagt, eine richtige Entscheidung trifft, bei einem harmlosen Anruf das Spiel stattfinden zu lassen und bei gravierenden Bedenken dann auch eine Absage zu
entscheiden. Also ich hätte die ganze Zeit schon ein bisschen ein flaues Gefühl im Magen gehabt, weil wir ja immer noch auf der Suche nach wahrscheinlich flüchtigen Tatbeteiligten sind. Und es sind ja erst wenige Tage vergangen. Und diese Entscheidung, das Fußballspiel stattfinden zu lassen, war ja auch nicht von vornherein klar. Da gab es so ein bisschen links und rechts und hin und her. Und dann geht es natürlich, es kommt mir durchaus bekannt vor, ich habe damals die Öffentlichkeitsarbeit für die Fahndung nach Frank Schmökel gemacht. Da gab es immer ganz brisante Hinweise. Wenn Sie nicht sofort das machen, wird irgendjemand umgebracht. Also da muss ich dann wirklich manchmal auch den Mut haben, eine Entscheidung dafür oder dagegen zu treffen, wo ich hinterher wahrscheinlich viele Jahre älter aussehe. Also es geht da nicht nur um objektive Güterabwägung. Natürlich ist die Güterabwägung Schutz des Lebens und der Gesundheit der Beteiligten immer das höchste Rechtsgut. Aber trotzdem ist darunter, wie schwierig und wie ernst ist eine Bedrohungslage zu nehmen und wie ernst ist eine Drohung aufzunehmen, schon etwas, wo dann auch der menschliche Faktor noch mit dazukommt. Jetzt ist ja das Stade de France in Paris eines der Angriffsziele gewesen, hat Gott sei Dank nicht das oder hat nicht geklappt, so wie sich die Terroristen das vorgestellt hatten. Ist es denn anzunehmen oder die potenziellen Gefährder müssen ja wissen, dass die Fußballstadien jetzt besonders geschützt werden, dass die gleich nach 4 Tagen noch mal ein Fußballstadion angreifen? Das hat mich, oder das würde mich nicht überraschen, denn Sie dürfen nicht vergessen, auf der Seite der gefährdeten Menschen war ja auch so ein bisschen eine minimale Schadenfreude. Das haben sie wenigstens nicht geschafft. Und das bedeutet ja, man lenkt die ganze Aufmerksamkeit darauf hin, das wäre das Sahnehäubchen des Schrecklichen und der schrecklichen Tat gewesen. Und deswegen wundert mich das eigentlich nicht, dass das verfolgt wird als Ziel. Jetzt nach den schrecklichen Ereignissen in Paris hat man ja zunächst, sollte das Spiel nicht stattfinden, dann hat er gesagt, nein, wir lassen uns vom Terror nicht einschüchtern, jetzt erst recht, wir bieten dem IS die Stirn, wir stehen dafür, da geht die gesamte Regierung hin, die Menschen sollen kommen, sollen ein Zeichen setzen für Toleranz, für Demokratie, für Rechtsstaat gegen Terror. Also sozusagen als ein, nicht nur als ein Symbol, sondern auch ein gemeinsames Zusammenstehen. Und jetzt wird kurz dann vor dem Spiel das Spiel abgesagt. Das soll ja auch übrigens Solidarität mit Frankreich zeigen. Fällt das jetzt etwas sozusagen auf die Veranstalter zurück, zu sagen, also ihr habt das überall angekündigt, ihr habt möglicherweise den IS noch herausgefordert zu sagen, ihr wollt dorthin gehen und wir werden verhindern, dass ihr dahin geht. Also ich glaube nicht, dass man jede Veranstaltung dieser Größenordnung jetzt absagen muss, weil diese Gefahr besteht. In der Tat, wenn dann die Gefahrenlage so hoch ist und wenn die Hinweise so dicht sind, sollte man das auch in letzter Minute absagen, aber trotzdem weiterhin versuchen, solche Veranstaltungen zu organisieren. Was natürlich sich gravierend verändert hat durch das, was in Paris passiert ist und was auch viele Fragen hinsichtlich der Europameisterschaft im nächsten Jahr in Frankreich gibt, ist, wie schützt man in der Zukunft solche Orte besser? Also es kann nicht sein, dass wir jetzt aufhören, große Sportveranstaltungen oder Konzerte zu besuchen aufgrund dieser Gefährdung. Aber wir müssen überlegen, auch die Sicherheitsbehörden, wie sie die schützen. Und gerade im nächsten Jahr in Frankreich, ich glaube, die Stadien kann man noch gut schützen. Was ist mit den Fanzonen, die dann überall in Frankreich Es sind ja auch ständig viele Menschen, Fans auch aus dem Ausland unterwegs, die Züge benutzen. Züge benutzen, öffentliche Plätze, Bars, Restaurants, das alles ganze diese Weichen, Land. Diese weichen Anschlagsziele, die ja auch zu den verheerenden, Anschlägen in Paris geführt haben. Herr Schürer, hat sich durch diese Ankündigung, ich will diese Frage noch mal aufnehmen, diese Ankündigung, jetzt erst recht, wir lassen uns von euch nicht einschüchtern, dieses Signal an den IS, an die Terrorzellen in Europa, hat die das besonders herausgefordert zu sagen, werden wir doch mal sehen, ob dieses Spiel stattfindet oder nicht. Es hat diese Ankündigung nicht gebraucht. Am Freitag fing das massenmörderische Schlachten des IS in Paris an. Innerhalb dieser wenigen Tage plant niemand einen möglichen harten Anschlag anlässlich eines Fußballspiels, das seit langen Monaten bekannt ist, das in Hannover. Nein, das braucht es nicht. Der Islamische Staat hat seine
Strukturen im Westen, in Europa, schon seit langen Monaten etabliert. Der Islamische Staat hat dies seit langen Monaten, seit dem Sommer 2014, immer wieder angekündigt. Er will diese weichen Ziele angreifen. Er wird dies in Zukunft tun. Und Sie haben recht. Nächstes Jahr die Europameisterschaft des Fußballs in Frankreich. Es wird sich nicht verhindern lassen, dass diese weichen Ziele angegriffen werden. Sie werden angegriffen werden. Wir können uns, das muss man brutalstmöglich sagen, davor nicht schützen. Das sind die Sicherheitsbehörden, die Geheimdienste schlicht nicht in der Lage dazu. Das sind nämlich keine Götter. Wir müssen lernen, damit zu leben, dass dieser Terror, der in Paris stattgefunden hat und der hoffentlich heute in Hannover, wir wissen nicht, ob der Terror zu Ende ist, die U-Bahnen fahren immer noch nicht über alle Stationen in Hannover, hoffentlich ist er zu Ende und es geschieht nichts. Aber wir müssen lernen mit, das hört sich hart an, Gelassenheit, das zu akzeptieren. Herr Gallwitz, Sie haben ja, das hat der Bundesinnenminister auf einer Pressekonferenz heute Nachmittag in Berlin noch gesagt, ja, viele Trittbrettfahrer gehabt nach dem letzten Freitag, die dann, das waren aber alles Fehlalarme gewesen, die also Terrorankündigungen gemacht haben. Was sind das für Leute? Gibt es da eine Vorstellung? Und woran erkennt man dann einen Trittbrettfahrer? Also solche Großschadensereignisse destabilisieren Menschen. Und Menschen, die, was die psychische Gesundheit betrifft, nicht ganz in der Mitte sind, die neigen dann immer dazu, auffällig zu reagieren. Also manche Menschen machen etwas, weil das der beste Augenblick ist, um die maximale Aufmerksamkeit zu bekommen. Manche Menschen machen etwas, weil sie sich Sorgen machen und hoffen, wenn sie etwas machen, dann kümmert sich der Staat noch mehr um die Sicherheit. Also das sind nur zwei Beispiele, aber da gibt es unterschiedlichste Motive und unterschiedliche Ursachen. Und manche machen es einfach nur, weil sie jetzt eine gute Gelegenheit sehen, einfach hier mal zählen zu können, wie viele Einsatzfahrzeuge kommen, wenn ich irgendwo ein weißes Pulver ausstreue. Aber ich denke, solche Großschadensereignisse neben der Angst, die sie erzeugen auf der Seite der Sicherheitsbehörden immer so ein bisschen einen Paradigmenwechsel. Wir haben uns bisher darauf konzentriert, auf mögliche Gefährdungen innerhalb der Stadien zum Beispiel. Wir werden uns in Zukunft auf ganz andere Bereiche konzentrieren. Das war ja auch ein Ergebnis der Anschläge beim Boston-Marathon, dass man einfach sich auf falsche Teile von Großveranstaltungen zu sehr konzentriert hat. Gut, das hat ja auch Paris gezeigt. Was man braucht, sind einige zu allem Entschlossene, die sich auch relativ leicht Waffen beschaffen können und einen Anschlag verabreden. Das ist ja gar kein großer logistischer Aufwand mehr. Den macht man im stillen Kämmerlein. Das kann kein Geheimdienst abhören. Diese Tatsache, das habe ich heute irgendwo gelesen, dass einer gesagt hat, Paris hätte unser Sicherheitsgefühl auf den Kopf gestellt. Gibt es überhaupt noch so etwas wie Sicherheit oder ein Sicherheitsgefühl? Das macht ja einen Staat aus. Dafür werden die Politiker gewählt, den eigenen Bürgern Sicherheit und Ordnung zu versprechen. Also ich glaube, das liegt ein bisschen in der Mitte. Herr Schirrer hat gesagt, zu Recht, man wird die vollständige Sicherheit nicht garantieren können. Und was wir in unseren Gesellschaften stärken müssen, ist dieser englische Begriff Resilienz. Die Fähigkeit, nicht kopflos zu reagieren, wenn es zu katastrophalen Ereignissen welcher Art auch immer kommt. Das kann aber nicht bedeuten, dass man es nur dabei belässt. Es muss natürlich versucht werden, und es hat ja vor Paris, es hat vor London, es hat vor allen größeren Ereignissen, die wir hatten, hat es ja 7 oder 8 Ereignisse gegeben, die man verhindert hatte. Auch in Deutschland sind ja bereits Anschläge verhindert worden. Das heißt, man kann schon oder man muss versuchen, mit Aufklärungsarbeit, Geheimdienst etc. so viel zu verhindern wie möglich. Das Problem bei der Verhinderung ist, dass niemand weiß, dass man etwas verhindert hat. Insofern ist das ganz schwer zu verkaufen. Aber wenn Sie überlegen, dass eben die Dienste in Deutschland, Bundesnachrichtendienst und Verfassungsschutz, erhöht worden sind um 500 Mann. Jetzt kann man lange streiten, ist das viel oder wenig. Großbritannien hat jetzt heute erhöht um 1.900 Mann seine Geheimdienste. Das ist natürlich ein ständiger Prozess zwischen Freiheit und Sicherheit, wo wir immer hin und her pendeln, und wie viele Ressourcen, wie viele Mittel stelle ich dafür zur Verfügung, weil parallel ja auch noch, da kommt die Ukraine, da kommt ISIS, da kommt Syrien, da kommt, ich weiß nicht was alles, also da tastet sich ein Staat auch heran. Aber ich glaube, man wird beides machen müssen, sowohl Aufklärungsarbeit bzw. die innere Sicherheit zu versuchen zu stärken und die Resilienz zu verbessern, einfach damit umzugehen. Wie es andere Länder, wie es Norwegen nach dem Breivik-Attentat ja
wie ich fand, sehr vorbildlich gemacht hat. Aber ganz anders als Frankreich. Absolut, absolut. Aber einfach die Tatsache, dass ein Land nicht kopflos reagiert und auch in einer schwierigen nationalen Tragödie in der Lage ist, Frankreich übrigens auch, in der Lage ist, bedacht, besonnen zu reagieren. Ich habe das, wenn ich das einwerfen darf, beispielhaft erlebt, 2005 in London nach den horriblen Anschlägen. Auch. Was sind die Briten, die Waliser, die Schotten, gelassen danach damit umgegangen? Ja. Keine hochextremisierten Panikreaktionen, nein, gelassen. Das ist das eine. Das andere ist, was Sie ansprechen, wenn ich zwischen Freiheit und Sicherheit zu wählen habe, wohl wissend, es gibt keine Sicherheit zu 100%, dann wähle ich die Freiheit. Und nehme das Risiko in Kauf, dass meine Sicherheit möglicherweise etwas in Frage gestellt ist. Das meine ich mit Gelassenheit. Es gibt ja immer diesen Gegensatz Sicherheit und Freiheit. Wollen wir mehr Sicherheit oder mehr Freiheit? Jetzt? Mehr Freiheit, auf jeden Fall. Ja, aber die Frage ist, welche Funktion hat die Sicherheit? Ist sie wirklich ein Gegenspieler der Freiheit oder ist sie nicht ein Freund der Freiheit, indem sie die Freiheit schützt? Ja und nein. Ich bin kein Sicherheitsfanatiker, wohl wissend, weil ich weiß, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Wenn meine individuelle Freiheit im Namen einer vorgeblichen Sicherheit beschränkt wird, dann lehne ich diese vorgebliche Sicherheit ab und gehe wohl wissend morgen über den Weihnachtsmarkt. Wenn es passiert, dann passiert es. Wenn es nicht passiert, es nicht. Aber ich will unbefangen frei über den Weihnachtsmarkt gehen. Ich will unbefangen frei in ein Fußballstadion gehen wollen. Ich will mich nicht von glaubenswahnsinnigen Terrorgläubigen mein Leben bestimmen lassen. Herr Schürer hat gerade gesagt, 2005 in London, also dann im Vereinigten Königreich, hat man da gelassen reagiert. Es brach keine Panik aus, obwohl ja sich dann die Sicherheitsgesetze gerade in Großbritannien ja verschärft haben. Das Land ist mit Videokameras und Überwachungskameras sozusagen zugekleistert. Wie reagiert Frankreich jetzt? Es ist ja auch ein Land, in dem also sehr strenge Sicherheitsgesetze gelten. Auch der Datenschutz, ich glaube, verglichen mit Deutschland relativ eingeschränkt ist für die Fahndung und für die Ermittlungsarbeit. Wie reagiert Frankreich auf diese Bedrohung, die auch schon länger existiert? Ja, also mit vielen Maßnahmen, die in den letzten Tagen angekündigt worden sind. Und auch eine große Debatte eben um diese Frage, wie weit sollte man gehen, um die Sicherheitsmaßnahmen zu verschärfen oder nicht. Also es gibt auch Überlegen, das hat der Präsident François Hollande angekündigt, die Verfassung auch zu ändern, damit der Ausnahmezustand und also damit man im Ausnahmezustand oder im Notstand, damit der Präsident mehr Befugnisse bekommt. Also bis jetzt ist es so, dass der Notstand quasi nur 12 Tage anhalten kann und dann muss das Parlament entscheiden, ob es weitergeht oder nicht. Und jetzt diese Woche, glaube ich, wird sogar ein Gesetz verabschiedet, damit das 3 Monate lang so bleiben kann. Also ein Sicherheitsbedürfnis auf Kosten eigentlich der Freiheit, also zumindest von Freiheitsrechten. Ja, also da muss man in den nächsten Tagen gucken, weil der Präsident hat zwar gekündigt, ja, mehr Sicherheit, aber ohne die Freiheit der Bürger zu gefährden. Ich bin sehr gespannt, wie er das ins Detail machen will. Und es fällt mir auch ein bisschen schwer, daran zu glauben, dass es möglich ist. Wohl wahr. Ich meine, in keinem europäischen Land haben die Geheimdienste solch umfassende Freiheiten, in Anführungszeichen, den Bürger, Otto Normalbürger, ich wohne in Frankreich, ich kenne das, abzuhören, rund um die Uhr, wie in Frankreich, im Namen einer vorgeblichen Sicherheit, die es nicht geben kann. Es ist ja auch aufgefallen, Herr Galwitz, was diese Tätergruppe vom vergangenen Freitag, wie sich die quasi arrangiert hat. Wenn man sich mal die Namen und auch deren Biografien durchliest, sie haben zwar einen Migrationshintergrund, aber sind in Europa geboren, aufgewachsen in Belgien und in Frankreich. Sie verabreden sich sozusagen im stillen Kämmerlein und planen einen furchtbaren Terroranschlag, den sie selbst nicht überleben, weil sie sich, und das wissen sie vorher auch, sie haben sich Sprengstoffgürtel umgebunden. Also abgesehen von diesem Bedürfnis,
Massen von Menschen umzubringen und sich selbst dazu. Was sind das für Personen, was sind das für Charaktere, die so etwas planen? Was weiß man über solche Täter? Also es ist ja eine ganz lange Geschichte der Radikalisierung. Man hört immer, dass es irgendwie so eine Entscheidung ist, das ist ein ganz langer Zeitraum. Da gibt es die unterschiedlichsten Gründe. Manche Menschen wollen einer Situation des Mobbings und der Ausgrenzung entkommen und wenden sich an eine andere Gruppierung. Andere suchen einfach Sinn. Manche Menschen möchten gerne mehr Realität im Bereich, ich sage jetzt einfach mal, Killerspiele. Und dann haben wir natürlich, wenn Sie an die Führungspersönlichkeiten des sogenannten IS denken, da haben wir eindeutig sogenannte Serienmörder. Ja? Das sind Psychopathen, Soziopathen, die auf diese Weise ihre Dinge umsetzen und andere Menschen dazu funktionalisieren. Also das ist ein ganz, ganz langer Weg. Aber es hat sich immer wieder gezeigt, dass der Migrationshintergrund und die Religion gar nicht so wichtig ist. Wichtig ist, dass hier junge Menschen eine Entscheidung treffen, die könnte mehr nach links oder mehr nach rechts gegangen sein. In dem Fall ist sie halt in diese Richtung gegangen, wo sie gegangen ist. Und jetzt diesen Sinn finden in dieser neuen Gruppierung. Und die eigentliche Radikalisierung, die findet ja erst statt, wenn es dann in den Bereich Ausbildung geht. Also es wird ja nicht alles von dem fantastischen Internetauftritt und der Gefangennahme in dieser Beschäftigung damit gemacht, sondern es muss ja etwas folgen. Und das ist etwas, wo wir viele Bereiche hätten, wo wir eigentlich Ansatzpunkte hätten, an diese jungen Menschen noch dran zu kommen. Aber ich würde gerne noch einen Satz vorher sagen, zu dem, was gerade eben gesagt wurde. Der französische Präsident hat entweder ein unheimlich gutes Team, was ihn berät bei seinen Statements, oder er hat ein sehr gutes, natürliches Temperament. Denn diese Emotionalisierung, da verzichte ich doch auf Sicherheit im Augenblick. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ich werde nicht ruhen. Mein Land wird nicht ruhen. Da brauche ich mir keine Gedanken machen, wie sieht es jetzt momentan mit der Sicherheitslage aus. Und ich denke, wir müssen auch aufpassen, dass die Öffentlichkeitsarbeit ein wichtiger Teil ist in der Beeinflussung dieses schwierigen Bereiches Freiheit, Sicherheit. Ich kann nicht immer sagen, konkrete Gefährdung ist keine da, aber eine abstrakte Gefährdung ist genauso hoch wie seit 9/11. Was bedeutet das? Heißt es, ich kann jetzt weiterhin nicht auf den Weihnachtsmarkt gehen? Oder heißt es, es hat sich etwas grundlegend geändert? Und ich denke, viele Menschen verstehen das nicht. Die brauchen ein Gefühl, dass sie sich auf den Staat verlassen können. Und eine Sache würde ich gerne noch sagen. Bei den Amerikanern damals im Vietnam-Einsatz sind zwischen 250 und 1500 Offiziere nicht durch die feindlichen Soldaten gestorben, sondern durch die eigenen Leute. Deren hat man sich entledigt, weil die gesagt haben, ich habe Angst, ich habe heute noch nicht mit meinem Psychotherapeuten gesprochen, ich weiß nicht, ob ich meine kleine Kampfgemeinschaft aus dieser Situation rausbringe. Die Menschen haben einen Anspruch darauf, dass der Staat vermittelt, auch durch Öffentlichkeitsarbeit, wir haben die Sache im Griff. Wächst eigentlich der französische Präsident François Hollande an seinen Aufgaben gerade? Er hatte ja eigentlich ein ziemlich schlechtes Image. Man nannte ihn ja sehr despektierlich, er hätte den Charme eines nassen Baguette. Und plötzlich ist er jemand, der sehr entschieden, entschlossen, grimmig entschlossen auftritt. Auch gestern der Auftritt in Versailles, in diesem Korridor. Der erinnerte fast ein bisschen an Wladimir Putin, wenn der durch den Kreml streitet. Was versucht Hollande seinen Mitbürgern da beizubringen, klarzumachen? Also ich glaube, aufgrund seiner Funktion kann ein französischer Präsident gerade in solchen Momenten wirklich der Vater aller Franzosen verkörpern. Das ist auch seine Aufgabe und das ist auch das, was die Franzosen von ihrem Präsidenten erwarten. In den letzten drei Jahren, also im Inland, sei es im wirtschaftlichen Bereich, die Arbeitslosigkeit, hat er nicht wirklich punkten können, eindeutig. Und jetzt ist natürlich der Moment gekommen, also bei Charlie Hebdo war es ähnlich. Also in so einer Situation kommt ein ganzes Land zusammen. Da gibt es nicht mehr, es ist leichter, alle hinter sich zu bringen in so eine Situation. Und ich glaube, das weiß man auch und das macht er auch. Aber ich glaube, das ist auch notwendig, dieses Signal an der Bevölkerung. Ich bin jetzt quasi ein
Kriegspräsident, weil wir befinden uns im Krieg und ich werde dafür sorgen, dass alles funktioniert. Das erwarten, glaube ich, auch die Franzosen von Ihnen. Die Massenmörder von Paris letzten Freitag, junge Männer. Wir haben gerade ja schon von einem Profiler ein Profil gehört. In Europa geboren, in Europa aufgewachsen. Einige waren, glaube ich, auch tatsächlich beim IS in Syrien oder im Irak. So genau weiß man das nicht. Die Geheimdienste haben zum Teil sie dann aus den Augen verloren. Wie muss man sich eigentlich diese Struktur jetzt, diese Terrorstruktur vorstellen? Also das sind nicht Leute, die kommen aus Syrien oder aus dem Irak und sagen, wir tragen den Krieg direkt nach Europa, sondern die Kombattanten, die Kämpfer, die Terroristen sind längst da. Wie, gibt es da eigentlich noch eine richtige Trennung zwischen der inneren Bedrohung in Europa und der Bedrohung von außen? Also ich glaube, diese Trennung von innerer und äußerer Sicherheit, die gibt es schon ganz lange nicht mehr. Und wer ein bisschen länger im Geschäft ist und sich noch an den 11. September 2001 erinnert, da saßen wir in einer ähnlichen Runde oder in ähnlichen Runden. Und man hat ähnlich sensibel reagiert, man hat verschreckt reagiert auf alle möglichen Fälle. Man hat die Frage diskutiert, Freiheit, Sicherheit, wo geht das Pendel hin? Das ist ja nie die eine Seite oder die andere, sondern irgendwo so ein bisschen eben dazwischen. Insofern ist das nicht neu. Was vielleicht für Deutschland neu ist, dass man nun so schnell in den Fokus gekommen ist. Ich glaube aber auch, dass der Lernprozess in Deutschland in den letzten 2-3 Jahren sehr schnell war. Wenn Sie sich überlegen, als die Regierung oder als der Bundespräsident 2014 die Rede sprach in München, dass man mehr äußeres Engagement, internationales Engagement zeigen müsse, weil man genau nicht mehr die Schweiz sein kann, der es wirtschaftlich gut geht, aber man sich aus diesen ganzen Händeln herauslässt, war die Reaktion Militarisierung der Außenpolitik. Davon spricht heute niemand mehr. Ich war überrascht, positiv überrascht, wie offenbar, um auf den konkreten Fall zurückzukommen, wie besonnen die Leute aus dem Stadion gegangen sind. Ich hätte jetzt erwartet, dass man sagt, wie auch immer, Schweinerei, Geld bezahlt. Also man ist sich offenbar dessen bewusst. Es ist nur noch der politische Rand, der sagt, das kann man alles nicht machen. Und Frau Wagenknecht, die die Abschaffung eben der Bundeswehr fordert, das nimmt auch niemand mehr ernst. Insofern, das Erwachsenwerden, das schmerzhafte Erwachsenwerden haben wir auch in Deutschland. Das waren andere Nationen aufgrund ihrer Geschichte schon ein bisschen länger. Die USA haben das erlebt. Wo ich glaube übrigens, dass dort das Pendel zu sehr Richtung Sicherheit eine ganze Weile geschlagen ist. Und jetzt pendelt es wieder ein bisschen zurück. Aber ich glaube, dass die Gesellschaft damit eigentlich besser umgehen kann, als man dachte. Ich bin eigentlich eher optimistisch, dass man das hinkriegt. Selbst wenn das, was Sie sagen, richtig ist, dass auf dem nächsten Weihnachtsmarkt, beim nächsten Rockkonzert wieder etwas passieren kann. Es geht ja um Ursachenbekämpfung. Was das für Europa bedeutet und für die inneren Verhältnisse Europa ist klar. Es muss zu einem Ausgleich kommen, zu einem guten Zusammenleben zwischen allen Menschen in Europa. Was die Ursachenbekämpfung im Nahen Osten betrifft, also zum Beispiel im sogenannten Kalifatstaat des IS, kann sich da Deutschland und damit ja eigentlich auch die Bundeswehr auf Dauer mal mit raushalten, in dem Sinne, dass man die eigentlichen Aktivitäten, ich rede jetzt nicht von der Ausbildung der kurdischen Peschmerga-Verbände, dass man die eigentlichen militärischen Aktivitäten den Franzosen und den Amerikanern überlässt? Also die Bundeswehr hält sich ja nicht raus. Die Bundeswehr ist ja in einer ganzen Anzahl von Operationen involviert. Jetzt muss man ja ohnehin fragen, was man eigentlich militärisch machen kann. Das sind ja getrennte Kreise. Die Frage Syrien. Kann man da was machen, ja oder nein? Kann man lange streiten. Man wird es sowieso machen, ob man hier IS-Terroristen hat oder nicht, weil man hat sie sowieso. Trotzdem ist die Verpflichtung, das Morden in Syrien zu beenden, die ist da. Ob wir das jetzt schaffen mit diesem 18-Monat-Plan, müssen wir sehen. Die Notwendigkeit, den Staatszerfall Libyen, Irak in der Region aufzuhalten, ist eine Notwendigkeit in sich. Ich glaube nur, dass es eine Illusion ist, zu glauben, wenn wir nur Syrien lösen oder wenn wir den Irak irgendwie stabilisiert kriegen, dann haben wir keine ISIS-Terroristen mehr hier. Denn wie Sie sagen, die sind bereits da und dann haben wir auch keine Flüchtlinge mehr da. Beide Effekte werden sehr lange mit uns bleiben. Das heißt, wenn Sie fragen, wie geht man denn jetzt mit der Sicherheit um? Die Tatsache, dass gerade zwischen USA, Frankreich und Großbritannien eine Geheimdienstkooperation, das ist normalerweise schon ein Begriff in sich, der nicht passt, der jetzt aber stattfindet, dass das existiert in einem Maße, was es früher nicht gab, zeigt, dass man versucht, Geheimdienstkooperation, Datenaustausch,
bis hin zur Vorratsdatenspeicherung bei uns, die auch nicht mehr so umstritten ist, wie sie noch vor einem Jahr gewesen ist, dass man da eine ganze Menge macht. Jetzt kann man immer sagen, naja, ihr habt ja Frankreich nicht verhindern können. Mhm. Richtig, aber man hat eine ganze Menge andere Dinge verhindern können. Das heißt, da ändert sich auch gerade in der Innenpolitik etwas. Diese Diskussion Vorratsdatenspeicherung hat ja immer sehr viel hergemacht für heftige politische Auseinandersetzungen. Das wird sich möglicherweise ändern. Also ich merke wesentlich weniger Protest. Ich diskutiere jetzt gar nicht, ob das eine richtige Maßnahme ist, aber kann man streiten. Aber es wird weniger darüber gestritten, dass es eine richtige Maßnahme ist. Und insofern, das ist auch nur ein Beispiel für vieles, wo man bereit ist, Dinge hinzunehmen, die man vielleicht vor 2, 3 Jahren noch nicht bereit wäre. Das ist so dieses bisschen sozusagen Freiheit, was man bereit aufzugeben ist, für ein bisschen mehr Sicherheit. Ob das letztendlich klappt, wird man erst nach einem erfolgten oder nicht erfolgten Anschlag sehen. Gut, ob es so dazu kommt, das weiß man natürlich nicht. Diese Unsicherheit bleibt auch. Herr Schirra, jetzt im Zusammenhang mit den Anschlägen in Paris fällt das Augenmerk auf Belgien, auf einen Stadtteil von Brüssel namens Molenbeek. Dass dort sozusagen eine terroristische Infrastruktur sich entwickeln konnte. Einige der Attentäter kamen ja von dort. Es fällt ja auf, dass zum Beispiel Belgien, das sehr viel kleiner ist und auch sehr viel weniger Einwohner hat, angeblich 296 von dort in den Dschihad aufgebrochen sind. Aus Deutschland waren es etwa 240. Da zeigt also sich eine unterschiedliche Akzentuierung, eine unterschiedliche Radikalisierung und zumindest eine Mannstärke auch, wie der belgische Innenminister soll auch gesagt haben, wir haben die Lage eigentlich gar nicht mehr unter Kontrolle. Das ist ja auch ein Armutszeugnis, ein Land, das ja mitten in Europa liegt. Das hat der gute Mann, entschuldigen Sie, wenn ich das so brutal sage, schon vor einem Jahr gesagt. Er hat an der Zeit gehabt, die Dinge zu ändern. In Belgien ist noch nicht mal ansatzweise etwas geschehen. Man muss sich Belgien anschauen, was das für ein Land ist. Es ist, belgische Freunde mögen es mir verzeihen, ein in sich zerrissenes Land zwischen Wallonen und Flamen, nur um eines der großen Problemkreise zu nennen. Man schaut sich Brüssel an, da gibt es wie viele Bürgermeister? 19. Es gibt wie viele Polizeibehörden, konkurrierende Polizeibehörden? Mindestens 6. Ja, meinen Sie, die kommunizieren? Dies ist ein wunderbarer Sumpf, in dem ein dschihadistischer Crowd wachsen kann. Das tut es seit Jahren. Man fahre nach Brüssel, nach Gent, nach Lüttich. Ich tue das hin und wieder des Häufigeren. Und man spaziere durch die dortigen Moscheengemeinden. Dort erleben sie den blühenden Dschihad in seiner tödlichsten Ausformung. In Belgien, in Brüssel, mir eine Kalaschnikow zu kaufen, ich bitte Sie, ich brauche 2 Stunden, nicht mehr. Nur um diverse Beispiele zu sagen. Die belgischen Behörden haben die Situation nicht im Griff. Und sie werden sie auch auf Dauer nicht in den Griff bekommen. Natürlich, es ist kein Zufall, Charlie Hebdo, die Spuren führten nach Belgien. Sie führten im Übrigen auch nach Deutschland. Jetzt Paris, die Spuren führen nach Belgien. Sie führen auch nach Deutschland. Gehen Sie nach Aachen, gehen Sie nach Köln, Bonn, gehen Sie ins Rhein-Main-Gebiet. Was haben Sie da? Nur noch mit virtuellen nationalen Grenzen konfrontiert. Die einfachste Möglichkeit, als ordentlich tödlicher Dschihadist ihre Geschäfte zu betreiben. Das ist die Realität, der wir gegenüberstehen. Und da komme ich noch mal auf Sie zurück. Lieber mehr Freiheit als mehr Sicherheit. Tut mir leid, da sind wir im Dissens. Also kann man sagen, dass Belgien eigentlich schon einen sehr destabilen Eindruck in Europa macht? Sagen wir, das ist ein wunderbares Terrain für die Terroristen, die sagen, da fühlen wir uns ja richtig wohl. Also ich meine, wir haben ja eine ähnliche Situation viel stärker destabilisiert bis zerstört. Zerstörte Staatlichkeit im Nahen Osten, bahnt sich da in Europa etwas an oder ist das ein übertriebener Vergleich? Nein, das wäre nun unzulässige Panikmachung. Also so sehr die belgischen Realitäten, nicht die belgischen Menschen, die belgischen Realitäten zu kritisieren sind. Nein, Belgien ist natürlich ein demokratisch in sich gesicherter, verfasster Staat. Wir haben es im Nahen Osten nicht mit Staaten zu tun, die im Verfall sich befinden. Wir haben es mit klassischen Failed States zu tun. Irak ist ein gescheiterter Staat. Syrien ist ein gescheiterter Staat. Der Jemen, Libyen ist ein gescheiterter Staat. Da gibt es auf lange Jahre, auf lange Dekaden nichts mehr zu retten. Das ist ein blutiger Sumpf, in dem gekämpft, gemordet wird. Weshalb die Leute, wäre ich einer von Ihnen, das tun, was sie tun. Sie kommen ins sichere Europa. Das ist ihr gutes Recht.
Herr Gallwitz, gibt es eigentlich bei diesen jungen Männern, von denen wir jetzt reden und die da zu Massenmördern werden oder solche Terrorakte planen, gibt es da einen sogenannten Point of No Return, also einen Punkt, den, wenn man den überschreitet, gibt es kein Zurück mehr, bis zu dem man aber zumindest diese jungen Männer noch abfangen könnte und vielleicht sagen wir, jetzt auf einen rechten Weg zurückbringt? Also es gibt sowas, was die Psychotherapie Überstiegsfähigkeit nennt, wo ich für bestimmte Stunden am Tag irgendwelchen Gewaltfantasien und maximalen Wunschvorstellungen nachhängen kann und trotzdem dann wieder für ein paar Stunden am Tag wieder zurückkomme und funktioniere. Das haben wir übrigens auch bei den Amokläufern. Deswegen gibt es auch so ein bisschen Nähe zwischen dem Amokläufer und dem Selbstmordattentäter. Und deswegen denke ich, dass es schon viele Bereiche gibt, wo die noch nicht so eingeengt sind, dass man sie nicht mehr erreichen könnte. Außerdem dieser Selbstmord von diesem über 30-Jährigen, das ist schon etwas von der Altersgruppe verwundert. Also die Gruppe 20, 25 kann man ganz gut nachvollziehen. Aber diese Altersgruppe, das wundert mich sehr, dass er an der Front sich hat. Hat denn das Aussicht auf Erfolg? Wir haben jetzt gerade die belgischen Zustände und die dort ja, destabilisierte Staatlichkeit gehört. In Frankreich gibt es die Banlieues, in denen auch dieser Sumpf entsteht, an dem dann diese Gewalt aufblüht. Ist das überhaupt bei solchen sozialen Zuständen in diesen beiden Ländern überhaupt mit Aussicht auf Erfolg denkbar, dass man diese jungen Männer wieder erreicht? Ja, momentan sagt man ja, dass die Islamisten die besseren Sozialarbeiter sind in diesen Bereichen, weil sie einfach mit einem anderen Paket kommen, mit einem anderen Engagement und mit Dingen, die diese jungen Leute faszinieren. Also auch der Internetauftritt, was IS betrifft, das ist professionell gemacht. Also da kann man einfach. Das ist eine Art veritables Staatsversagen. Ja, aber das sind die besten Sozialarbeiter im Moment, weil es keine andere gibt in diesem Viertel. Also da muss man sich auch klar darüber sein, dass in Frankreich in den letzten Jahren in diesem Bereich kaum was gemacht worden ist. Also es gibt kaum noch Projekte, die Radikalisierungsprojekte, sei es in den Vierteln, in den Vororten, in den Gefängnissen. Also es gibt da eine Menge, die was zu tun wäre. Und deswegen habe ich, und wir haben dann nach Charlie Hebdo sehr viel darüber gesprochen. Aber eben über die Polarisierung der französischen Gesellschaft und wie der islamische Staat diese Polarisierung ausnutzt. Wie viele Fernsehsendungen gab es in Frankreich darüber? Und es sind absolut keine Schlüsse daraus gezogen worden. Liegt das daran, dass die französische Gesellschaft viel zu gespalten ist? Ja, noch viel gespaltener als die deutsche? Viel mehr. Viel mehr, also, weil es gibt eine. Man interessiert sich nicht füreinander. Also es gibt, nee, aber es gibt auch eine, also anders als in den meisten deutschen Städten, auch eine geografische Trennung meistens. Also wenn Sie sich Paris anschauen, Sie haben Paris, Intramuros nennt man das, und dann läuft der Peripherik drumherum und da sind die Vororte. So, also und alleine diese geografische Trennung, die in den meisten großen Städten Frankreich vorhanden ist, führt dazu, dass es kaum noch Austausch gibt. In den Vororten selbst gibt es keine Projekte mehr. Also als in den 80er Jahren gab es in jedem kleinen Viertel in einem Vorort gab es Orte, wo Leute sich getroffen haben, wo es Nachhilfeunterricht gab, Räume für Vereine. Das alles wird nicht mehr finanziert und schon seit fast Jahrzehnten. Und viele dieser Jugendlichen, die dort leben, und übrigens nicht nur Jungs, weil es sind auch immer mehr Frauen, die sich den IS anschließen, haben oft nur noch Kontakt mit dem Staat durch einen Polizist. Also das sind die einzigen Begegnungen, die sie noch mit dem französischen Staat haben. Und meistens unerfreuliche Begegnungen. Und also es ist, ich finde, klar muss man reagieren und auch wahrscheinlich militärisch, das können Sie besser beurteilen als ich. Aber ich glaube, dass man genauso viel in diesem Bereich investieren müsste, auch in diesem. Geschieht das denn? Und vor allen Dingen ist da die Bereitschaft und auch die Kraft vorhanden? Nein. Denn es radikalisiert sich
sicher auch das Bürgertum in Frankreich. Das erklärt ja, auch die enormen Wahlerfolge von der Front National und von Marie Le Pen. Und das erleichtert die Sache ja nicht, sondern es erschwert sie, weil ja da genau auf diese Konfrontation hingearbeitet wird. Ja, und gerade in der Wirtschaftskrise, in der sich Frankreich seit einigen Jahren befindet, wird es umso schwieriger, der andere Teil der Bevölkerung zu erklären, warum man so viel Geld investieren sollte in diesen Vororte. Marine Le Pen und die Front National, das spielt in den Händen. Herr Schirra, laufen wir da auch Gefahr, dass wir etwas Ähnliches nachvollziehen, wenn wir nicht aufpassen? Ja, definitiv. Was war ich froh, es sei mir gestattet, daneben zu stehen und festzustellen, dass beispielsweise die AfD sich im frühen Sommer dieses Jahres prächtigst dabei war, selbst zu erledigen. Ich habe drei Kreuze geschlagen. Heute, wo steht der AfD? Bei 10,5, 11%. Wir haben am 6. Dezember, am 13. Dezember in Frankreich Regionalwahlen unter einem etwas modifizierten Wahlrecht. Marine Le Pen wird einen fulminanten Durchschritt erleiden. Sie wird die Wahlsiegerin sein. Und Marine Le Pen, sie mag mich verklagen, das tut sie gerne mit Kollegen, sie ist eine Rechtsextremistin par excellence, die Kreide gefressen hat. Anders vermag ich das nicht zu sagen. Ich lebe in einem ländlichen französischen Bereich. Ich lebe mit sympathischen Franzosen, jungen, alten, klugen, dummen, Männer, Frauen, schöne, hübsche zusammen. Ich erlebe, wie die sich in den letzten Jahren verändert haben. Ja. Wahlbewegungen direkt von der Kommunistischen Partei zum Front National, von den Sozialisten zum Front National, von den Bürgerlichen zum Front National. Ich erlebe es auch, wie Migranten, die ins Bürgertum arriviert sind, türkische, arabische Migranten, wie die auf einmal den Front National wählen. Schauen Sie, das ist etwas verwirrend. Hier bricht gerade etwas auf und Rattenfänger wie Marine Le Pen gibt es auch in Deutschland. Sie waren bisher, das hat was mit spezifischer deutscher mittelbarer Vergangenheit zu tun, nicht kommod. Aber wenn ich mir anschaue, was da durchaus aus dem bürgerlichen Bereich jetzt dabei ist, ich rede nichts über Rechtspopulismus, das ist ein wohlfeiler Kampfbegriff, der dumm ist. Nein, wie da aber durchaus was rausbricht, wo, entschuldigen Sie bitte, brauner Urtrick herausbricht aus ansonsten sehr sympathischen Menschen. Das macht mir Angst. Es gibt ja noch eine ganze Reihe von anderen europäischen Ländern, die sich ganz unerfreulich verhalten in der ganzen Diskussion, die wir in letzter Zeit haben. Und die, das jetzt Polen sagt jetzt, wegen der Anschläge in Paris nehmen wir überhaupt keine Flüchtlinge mehr auf. Was immer die Logik, die dahinter steckt, sagt, wenn eine solche, wenn sich europäische Länder so entzweien, es gibt ja die GASP, diese Abkürzung, gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik in Europa. Was nützt die noch, wenn die Europäer sich nicht mehr einig sind, gerade auch in der Gefahrenabwehr nach außen? Nur noch einen Satz zu der Frage Freiheit, Sicherheit. Ich glaube nicht, dass wir einen Gegensatz haben. Das Interesse natürlich an Freiheit, glaube ich, ungebrochen ist. Aber es ist so, wie Sie ja ganz am Anfang sagten, wir werden mehr in Sicherheit investieren müssen. Ressourcen aller Art, Sie hatten das gerade beschrieben von Frankreich, um die Freiheit zu wahren. Insofern, das ist der Schwenk, den es ergeben wird. Bei der Frage Europa. Das hat in einigen konkreten Sicherheitsbedrohungen der jüngsten Zeit funktioniert. Herr Putin hat nicht eingeschätzt, dass Europa so geeint war und auch das Transatlantische so geeint war. Die Flüchtlingsfrage bringt in der Tat einen völlig neuen Faktor rein, wo wir nicht genau wissen, wo es hingeht. Wo auch ganz merkwürdige Dinge miteinander vermischt werden. Wo jetzt zum Beispiel Südeuropa, ich habe in Italien gewohnt die letzten 6 Jahre, den Osteuropäern sagt, Moment mal, ihr nehmt keine Flüchtlinge auf, das ist unsolidarisch. Ihr erwartet aber unsere Solidarität gegenüber einer möglichen militärischen Aggression Russlands. Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun, wird aber da zusammengebracht. Und natürlich glaube ich, dass das auch ein bisschen die Strategie von diesen IS-Leuten ist. Es gab ja mal dieses Strategiepapier 2005, glaube ich, was man gefunden hat, wo die Macher dieses Papiers gesagt haben, dass sie die Gegensätze im Westen bei den Ungläubigen irgendwie möglichst aufbringen wollen,
sodass sozusagen die Kriegserklärung an Sie eigentlich das ist, was Sie sich wünschen. Und dazu gehört auch, dass man zum Beispiel bei der Flüchtlingsfrage die Illusion erweckt oder man sagt, naja, mit den Flüchtlingen kommen ja auch mögliche IS-Leute, obwohl das nicht bewiesen ist, um genau das Gefühl zu erzeugen, naja, also da passiert etwas, was für eure insgesamte Sicherheit ganz, ganz schwierig ist. Da stehen wir vor einer Sache, wo, glaube ich, noch keiner so richtig weiß, wie wir damit umgehen. Wir wissen, dass es unsere Gesellschaften verändern wird, dramatisch, vielleicht zum Teil positiv, vielleicht zum Teil negativ, aber wo sich das genau niederschlägt, ist bisher noch nicht abzusehen. In den anderen europäischen Ländern auch nicht. Und es hat auch niemand, es hat auch niemand den Königsweg. Insofern muss man sich auch ein bisschen vorsehen, dass man nicht allein, das macht hier niemand, aber dass man nicht allein eine Kritik an einer gewissen, an einem gewissen Verfahren schon in eine Ecke stellt. Also wenn Osteuropa oder wenn bestimmte Länder sagen, wir fühlen uns überfordert und wir hätten schon ganz gerne eine Sicherung der Außengrenzen besser gewährleistet, ist das nicht notwendigerweise rechtsradikal, sondern aus der jeweiligen Lage geschuldet. Dass es da einige dabei gibt, die in der Tat rechtsradikal argumentieren, bestreitet man nicht. Aber es hat noch keiner den Königsweg. Und wir gucken noch alle, wo ist die Möglichkeit, die wir haben, um da rauszukommen. Herr Geibitz, wenn wahllos gemordet wird, und das war ja in Paris, das, was sich über dem vorhergehenden Terrorakten geändert hat und was auch die Menschen so macht und hilflos und auch so wütend macht, dass es nicht nur, dass es jeden treffen kann, sondern dass es offensichtlich ohne Sinn und Verstand läuft und man möglichst viele Menschen umbringen will, um ein Land zu destabilisieren. Was macht das mit den anderen Menschen, die sich da betroffen fühlen, mit den, nicht nur mit den Opfern und deren Angehörigen, sondern einer Gesellschaft, die sich so herausgefordert fühlt? Was ändert sich bei denen? Ressentiments, werden da Vorurteile gezüchtet, werden Dinge zusammengeschüttet, die nicht zusammengehören, werden alle Muslime kriminalisiert? Was könnte daraus entstehen? Also das Erste, was immer passiert, ist, dass Furcht und Angst zunimmt. Das hat was mit Kontrollverlust zu tun. Übrigens nicht nur durch terroristische Anschläge. Auch wenn der Arbeitsplatz nicht sicher ist, steigt zum Beispiel Kriminalitätsfurcht. Das ist ein ganz eigenartiges Phänomen. Und wenn Menschen mehr Ängste und mehr Furcht entwickeln, dann ist natürlich auch das Bedürfnis da, diese Angst und diese Furcht irgendwo festzumachen. Woran könnte das liegen? Und deswegen denke ich, bei uns ist dieses Wort des Jahres 2015 unter anderem wahrscheinlich auch Integration. Wir müssen schon aufpassen, dass diese alte Studie vom amerikanischen Secret Service, Regierbarkeit von Städten in Europa, die Fähigkeit verlieren, dass das nicht doch irgendwann mal zutrifft, dass wir Städte mit großen Stadtteilen irgendwann mal bekommen, wo so Parallelgesellschaften entstehen und wo es dann schwierig ist, die ganze Stadt durchzureagieren. Ich möchte einfach mal so sagen, wenn wir das schaffen, keine Banlieues bei uns zu haben. Die haben wir doch schon. Die haben wir doch schon. In Paris, in Marseille, in Lyon. Die haben sie in Berlin, Neukölln. Die haben sie in Belgien. Ja. Die haben sie. Gehen Sie mal in die Randbezirke von Mailand. Das ist die Realität. Die Prognose des Secret Service, die man nicht immer nur prügeln kann. Manchmal muss man ihn loben. Die ist schon Realität geworden. Und sie wird auch noch eine schlimmere Realität werden, angesichts dessen, was in diesen letzten Monaten geschieht. Denn damit sage ich nicht, Grenzen dicht, keine Flüchtlinge rein. Nein. Das Gegenteil. Ich sage nur, hören wir doch mal auf, mit diesem wohlfeilen Gerede von den politischen medialen Bühnen herweg zu sagen, willkommen und seid willkommen. Und danach gehen wir nach Hause, setzen uns in unsere Prenzlauer Bergwohnung, trinken einen biologisch gebauten Tee und machen nichts und reiben unsere Hände in Unschuld. Wenn wir sagen willkommen, dann müssen wir auch alles tun. Und das geschieht nicht. Diese Leute, de facto, zu integrieren. Wohlwissend, dass es einen großen Bodensatz gibt, der sich gar nicht integrieren lassen will. Es gibt eine Willkommenskultur, es gibt eine Ankommenskultur. Beides ist notwendig. Und da ist eine Schräglage derzeit da. Und das hat nichts, da haben Sie recht. Jeder, der kritischen Auges auf das schaut, was in den letzten Wochen und Monaten geschehen ist, in Europa geschehen ist, der muss die Welt sich so anschauen, wie sie ist, nicht wie sie sein sollte. Und das hat nichts mit Rechtspopulismus oder sonstigem zu tun. Da gebe ich Ihnen recht. Schlittern wir denn tatenlos, fast tatenlos in eine solche Situation, dass sich die Gesellschaft auch hier
derartig fragmentiert, also sozial, menschlich fragmentiert, dass wir zwar sagen, also das ist ein Symbol, alle sind willkommen, aber Integration interessiert uns gar nicht. Das ist ja ein Fehler, den man immer wieder anprangert mit der letzten Einwanderungswelle, also die Integration ist gescheitert bei vielen. Wiederholt sich da die Geschichte? Ja, selbstverständlich. Das ist einer der dümmsten Sprüche zu sagen, Geschichte wiederholt sich nicht. Das tut sie permanent. Entschuldigen Sie bitte, wir hatten, wann war das in den 60er Jahren? Die vollkommen missglückte Integration der damals Gastarbeiter genannten Leute. Wir haben heute die zweite, die dritte Generation. Jetzt kommt eine ganz neue, entschuldigen Sie bitte, Einwanderungswelle. Und wir machen dieselben Fehler nochmals wie damals, nur in einem anderen Gewand. Wir werden einen Preis dafür bezahlen. Es wird eine Fragmentierung der Gesellschaft geben. Das ist so zu erwarten. Es hilft nichts, da den Kopf in den Sand reinzustecken, wie es derzeit auf allen elitären Bühnen geschieht. Es reicht nicht zu sagen, welcome refugees, und danach nach Hause zu gehen. Da muss man was tun, und das geschieht nicht. Gehen wir da den französischen Weg? Ja, ganz genau, den gehen wir. Wir werden die Banlieues haben in Deutschland. Definitiv. Mit all den horriblen Kosten. Ich bewege mich des Öfteren als Journalist durch die Banlieues, weil ich an dem Thema arbeite. Wissen Sie, ich bin ein weißer, ältlich gewordener Mann. Da lebe ich in den Banlieues. Sehr gefährlich. Das ist no man's land. Das ist Outland. Sie werden es wissen. Und das ist leider Gottes ein Faktum, das man akzeptieren muss. Wenn man jetzt trotzdem versucht, zum Beispiel den Terror, den IS, das Terrornetzwerk zu bekämpfen, wo muss man da ansetzen? In Europa, im Nahen Osten? Wie sieht das aus, dass diese Aufzählung dieser ganzen Missstände, dieser Defizite, die es auch bei uns gibt, gesellschaftlicher, sozialer, wirtschaftlicher, politischer Art, die ist ja riesig. Es ist eine riesige Liste mit vielen tausend Posten. Man hat das Gefühl, das schaffen wir nie. Wir können gar nicht alles auf einmal anpacken. Und das wird jedes Mal oder mit jedem Terroranschlag schlimmer. Aber wo kann man sinnvoll, wirksam ansetzen, damit man doch eine Umkehr schafft? Also zunächst mal glaube ich, dass man aufpassen muss, dass man nicht von einer IS-Debatte, Terrorismusdebatte in eine Flüchtlingsdebatte rutscht, weil das sind zwei verschiedene Dinge. Zweitens, das mag jetzt sehr nach Optimismus, nach dem Pfeifen im Walde sich anhören. Und wenn man sich überlegt, was so in den ersten zwei, drei Wochen nach dem 11. September passiert ist, da gab es ganz viele Runden wie diese, wo man sagte, jetzt ist alles vorbei. Jetzt haben Sie sozusagen in einem Zeitalter, wo die Kombination von einem Taschenmesser und einem Zivilflugzeug einer Massenvernichtungswaffe wird, da können wir uns gar nicht mehr schützen. Es gab den Anschlagsversuch auf den Eiffelturm, den man in die Luft springen wollte. Und man sagte, also jetzt wird ja jeden Tag irgendetwas passieren. Es ist ja offenbar gar nicht schwer. Es ist kein großes Problem, alles das zu machen. Es hat übrigens keinen zweiten 11. September gegeben. Es hat größere Anschläge, viel zu große gegeben. Aber in der Größenordnung 3000 Tote hat es nicht gegeben. Ist das eine gute Nachricht, ist das eine schlechte Nachricht? Mir geht es nur einfach darum, dass man jetzt nicht in komplette Panik verfallen darf und sagen darf, also damit können wir nicht umgehen. Wir haben in Deutschland 330 Gefährder, ist glaube ich die Zahl, von einer speziellen Gruppe, die, wie Herr Gallwitz sagte, in einer ganz, das ist was ganz Merkwürdiges, was da passiert. Das ist eine Form von Autismus, den man sich gar nicht mehr vorstellen kann, was mit Religion relativ wenig zu tun hat. Wie gesagt, das ist ein Primitiv-Islam, der nur als eine Art Abdeckung dafür dient, um die eigenen Gewaltfantasien ausleben zu können. An die kommen sie wahrscheinlich auch nicht mehr ran. Und ich glaube, dass das unser erstes Problem ist, dass man daneben versuchen muss, Spaltung der Gesellschaft zu verhindern. Das ist alles unbestritten. Aber das hilft uns in dem Terrorismusproblem relativ wenig. Insofern glaube ich, dass es diese drei Schritte gibt, die man machen muss. Einmal zu versuchen, soweit möglich in der Region, das wird das sein, was man am wenigsten machen kann, in der Region Spannungen zu verhindern, weil, wie Sie sagen, dort sind komplett zerfallene Staaten. Wir haben die Erosion von Staatlichkeit. Wir haben keine Krise, die ist irgendwann zu Ende, sondern wir haben die Erosion von Staatlichkeit. Trotzdem müssen Sie irgendwas machen. Ich kann nicht sagen, woher kommt es eigentlich, dass die Dschihadisten, die hier im Westen geboren, aufgewachsen, sozialisiert wurden, oft viel brutaler sind als diejenigen, die aus dem Nahen Osten kommen, stammen?
weil offenbar gerade IS und es gibt ja offenbar, aber das wissen Sie besser, oder Sie, es gibt ja offenbar einen Wettbewerb um die Brutalität. Also derzeit sticht ja IS Al-Qaida dramatisch aus. In Afghanistan sieht man das, dass IS-Leute, weil sie brutaler sind, die Al-Qaida-Strukturen verdrängen. Offenbar, weil, und so kann ich es mir nur als Nichtfachmann erklären, weil offenbar diese Allmachtsfantasien, diese Gewaltfantasien, die ich dann habe, wenn ich mit einer Kalaschnikow wahllos Leute umbringen kann, da bin ich ja Gott in diesem Moment, dass das offenbar wahnsinnig attraktiv ist und dass vielleicht in der Region noch etwas mehr ein religiöser Unterbau herrscht, weiß ich nicht, ob das stimmt, der hier wirklich nur ein reiner Vulgärislam ist, der nur dazu dient, ein völlig wirres Weltbild abzudecken. Aber das Problem ist so oder so egal. Wir haben die Leute bereits hier, und wir haben übrigens nicht nur Belgien, wir haben auch London. Ein großer Stadtteil von London heißt Londonistan, wo sie eine völlig andere Community haben, nämlich Pakistanis, die damals versuchten, 12 Flugzeuge parallel abzuschießen, was man dann kurz vorher eben verhindert hat. Allmachtsfantasien war so ein Stichwort gewesen. Was muss man sich darunter vorstellen? Wie entsteht das? Was passiert da mit den Menschen? Verselbstständigt sich da eine Persönlichkeit völlig? Es entsteht im Prinzip bei kleinen Kindern, auch in Träumen. Nur meistens kontrollieren das junge Menschen. Und bei einigen wenigen bleibt es bestehen bis ins Erwachsenenalter hinein. Und die pflegen diese Fantasien. Manche von denen haben schon Tiere als Kinder angezündet und haben schon eine Karriere, die teilweise entdeckt wurde und teilweise nicht entdeckt wurde. Also das sind Soziopathen und Psychopathen, die könnten auch in ganz anderen kriminellen Bereichen sein. Ein anderer Effekt ist so ein sogenannter Diaspora-Effekt. Je weiter ich als einsamer Kämpfer weg bin von da, wo mehrere sind, umso extremer muss ich auffallen, umso deutlicher muss ich, umso lauter muss ich schreien, etwas zu machen. Und ich denke, diese beiden uralten Menschenversuche mittlerweile, das Stanford-Gefängnisexperiment und das Milgram-Experiment, das zeigt ja, gib jemanden eine Kalaschnikow in die Hand, gib einem Pförtner den Druckknopf in die Hand, wo er die Schranke auf- und runterfahren kann und er wird sich innerhalb von wenigen Tagen verändern, bis wir ihn nicht mehr wiedererkennen. Also Macht ist ein unheimliches Aphrodisiakum, auch für Leute, die relativ gesund sind. Und hier haben wir es teilweise mit Leuten zu tun, die eine problematische Persönlichkeit hätten und eine problematische Persönlichkeit haben und die auch lernen aus dem, was rund um sie herum passiert. Aber glauben Sie nicht, dass es auch darum geht, für einen Großteil dieser Menschen eigentlich mal so etwas wie ein Zugehörigkeitsgefühl zu bekommen? Also man kann nicht davon ausgehen, dass diese zehntausende ausländische Kämpfer, die für den IS auf dem IS-Gebiet oder in Europa kämpfen, psychologische Probleme haben. Nein, ich denke jetzt nicht, nur an solche Leute, die zum Beispiel Leichenteile mit dem Auto hinter sich herziehen. Ja? Natürlich, solche. Für die anderen alle, die dahinter sind und alle, die mitmachen und alle, die das unterstützen, ganz egal wichtig. Auf welche Ebene das ist, ich glaube, viele haben auch den Eindruck, und da ist der IS so klug, nicht? Man braucht sich nur diese Videos anzuschauen und in verschiedenen Sprachen und wirklich für jedes Land und für jede Jugend eines Landes angepasst. Ich glaube, da es erweckt bei vielen auch das Gefühl, vielleicht ist da etwas, wo ich mich wohlfühlen kann oder wo ich mich zugehörig fühlen kann, was ich hier nicht habe. Und ich bin jemand. Und ich danke, dass Sie die Mädchen und jungen Frauen erwähnt haben. Da geht es teilweise um Rebellion gegen die Eltern. Okay. Also sehr viel Gewalt in der Familie, patriarchalische Familienverhältnisse. Und da kann ich gegen meine Eltern in einer Art und Weise rebellieren im Bereich Religion, wo sie gar nicht von vornherein sagen können, das ist schlecht, ja. Sind ja auch einige darunter, die gar nicht aus weder einen Migrationshintergrund haben, noch aus einer muslimischen Familie stammen. Das sind ja regelrecht Konvertiten, die ja immer besonders radikal sich gebärden. Das kennt man ja auch aus weniger aggressiven Zusammenhängen. Ist das auch eine Beobachtung? Das ist so. Und deswegen beobachtet man Menschen, die konvertieren, ja mit ganz vielen vorsichtigen Augen. Allein schon jemand, der noch nicht konvertiert ist, aber jetzt bei seinen Flügen auf Essen umsteigt, was unter der Rubrik Halal läuft, ist schon mit einer bestimmten Vorsicht zu genießen und hätte wahrscheinlich bei El Al große Schwierigkeiten, so einfach an Bord zu geraten oder wieder runterzukommen. Dürfte schwierig werden. Ja. Niemand ist päpstlicher als der Papst, als er konvertiert. Wissen Sie, wenn ich Leute frage, was ich getan habe, was ist so schön daran, einem Menschen den Kopf zu nehmen? Dann war die verblüffende Antwort die verblüffendste, weil ich es kann. Ich kann es und also tue ich es. Was fühlst du dabei? Die Antwort war nichts. Einfach nur nichts.
Diese Leute tun dies. Sie stellen diese Bilder vollkommen freiwillig, es zwingt sie niemand dazu, ins Internet. Diese Bilder potenzieren sich in diesen wunderschönen neuen Web 2.0 Zeiten. Und was kommt zurück auf diese Leute, die das tun, einfach nur, weil sie es tun können? Ihr Selbstwertgefühl steigt. Ich bin kein Psychologe, Sie werden das besser erklären können, was da geschieht. Omnipotenz, das ist Allmacht. Genau. Nichts kann mich aufhalten. Ja. Mir hat mal jemand die Antwort darauf gegeben, der sagte, das Böse braucht keinen Grund, böse zu sein. Es ist einfach nur böse. Sind wir gegen diese Dinge wehrlos? Ja, sind wir. Müssen wir aushalten. Absolut. Ja, aber was ist das Ende? Oder wo führt das hin? Es wird weitergehen. Wir können es nicht kontrollieren. Wir sollten alles tun, was Prävention in der Lage ist zu tun. Und da geschieht ja fast gar nichts in Deutschland, in Europa. Diese lächerlichen 40 Millionen, die pro Jahr summa summarum eingesetzt werden, nach dem Gießkannenprinzip verteilt werden, das ist ein Witz. Aber wir haben ja jetzt neue Geldquellen entdeckt. Und deswegen sollte man sich auch mit den Heimkehrern nicht nur in Distanz beschäftigen, sie beobachten, sondern sich mit ihnen beschäftigen, mit ihnen arbeiten. Ja, natürlich. Die sind zum Teil schwer traumatisiert, ja. Ja gut, wir haben 330 Gefährder in diesem Land, sind bekannt. Ist es so schwer, die zu kontrollieren? Nein, ist überhaupt nicht schwer, wenn wir Geld in die Hand nehmen können. Von dem, was jetzt mittlerweile vermehrt da ist, dann können wir da eine Menge machen. Entschuldigen Sie, pro Gefährder, den zu kontrollieren unter sicherheitspolitischen, polizeilichen Aspekten, pro Gefährder, den zu überwachen, brauchen Sie mindestens 25 Mann. Also rund um die Uhr. Rund um die Uhr. In Frankreich, dass um die Zahl ihrer Gefährder rund um die Uhr zu kontrollieren, brauchten sie ca. 50.000 Agenten. Das ist eine Zahl, die ich jetzt eben gelesen habe. Ob das stimmt, weil ich nehme an, dass es so ungefähr hinkommt. Das gilt in Frankreich wie in Deutschland. Eben, pro Person 25 Mann Minimum. Plus diverse Autos und. Das müssen Profis sein. Die gibt es nicht. Wir haben, die letzte Zahl, die ich gehört habe, waren knapp 500 Gefährder. So, nun multiplizieren wir mal das plus die Kosten. Es gibt die Ressourcen nicht im sicherheitspolitischen Bereich. Die gibt es einfach nicht. Die politische Bühne verspricht sie. Sie löst es nicht ein. Reden Sie doch mal mit Leuten aus dem Geheimdienst, Verfassungsschutz und Landeskriminalamtbereich. Und zwar mit der mittleren Ebene, die vor Ort Tag für Tag damit beschäftigt sind. Diese Leute, Männer wie Frauen, sind resigniert, sind müde und sagen, wir können nichts mehr machen. Wir werden im Regen stehen gelassen. Es fehlt an allem. An Manpower, an Geld, an Fachwissen, an Ressourcen. Das ist die brutale Realität. Das wird auf lange Jahre auch noch so sein. Man hätte ja ein Staat wie Deutschland oder auch wie Frankreich die Möglichkeiten, auch die materiellen Möglichkeiten, das zu ändern. Schau mal, was wir jetzt gerade erleben in Europa, was bedeutet das eigentlich für das Zusammenleben mit den Muslimen in Deutschland und in Frankreich? Wir haben ja gerade gehört, das ist ja der mit Islam relativ wenig zu tun, das ist eine Art Vulgär-Islam, dem diese Menschen, diese Personen anhängen. Es fehlt auch sozusagen, es fehlen die religiösen Korsettstangen auch, die ja in muslimischen Gesellschaften sehr eng sind, viel enger als in christlich geprägten Gesellschaften. Da wird sehr viel mehr auf Moral, auf Regeln geachtet. Was bedeutet das aber mit den Muslimen, also die, die sich zu dem Glauben bekennen, die sich auch von dem Terror distanzieren, die sagen, damit haben wir nichts zu tun, das hat mit dem Islam nichts zu tun, aber trotzdem ja in unserer Gesellschaft hier leben und auch anerkannt werden wollen. Was bedeutet das für das Zusammenleben mit diesen Menschen? Also es ist höchst problematisch, weil in der Tat, wenn man sich die Zahlen anguckt, sind sehr viele Konvertiten dabei, sind bei den Kämpfern für den IS, die aus Europa dorthin gehen oder in Europa sich engagieren, sind auch unter den, also in Frankreich gab es zumindest eine Studie, die gezeigt hat, dass unter den arabischstämmigen Jugendlichen, die sich da engagieren, dass die oft aus nicht religiösen Familien gekommen sind. Insofern, aber egal wie oft man das wiederholt, dass diese Bewegung nichts mit dem Islam zu tun hat, ich glaube, nichtsdestotrotz ist es so einfach, das auszunutzen. Das heißt, die anständigen Muslime baten dann das alles aus?
was ja, und vor allem, ich glaube, diejenigen, die gerne, also wie Marine Le Pen zum Beispiel, aber nicht nur, die sich das Thema Migration und angenommen haben, und zwar schon lange, für die ist es gefundenes Fressen. Und ich glaube, in der Paniksituation und mit den vielen Ängsten, mit denen wir im Moment konfrontiert sind, ist es extrem schwierig. Man kann es wiederholen, wie so oft, wie man will, habe ich das Gefühl. Trotzdem müssen sich ständig die Muslime dafür entschuldigen. Aber kein Katholik hat sich für, wie hieß der Norweger nochmal, Breivik entschuldigen müssen. So, und insofern, also man kann es so oft wiederholen, wie man will, aber das, und da, das haben wir auch in der Runde vorhin erwähnt, und das weiß der islamische Staat auch. Ganz genau, das weiß er. Also er befeuert ja quasi diese, die Ressentiments gegenüber den Muslimen insgesamt. Und das will er ja auch. Er ist in der Vorhand. Er will es. Ja, er will es. Der islamische Staat und ist so glücklich drüber, wenn in Dresden Pegida-Leute demonstrieren. Das befördert das Geschäft des islamischen Staates. Ja. Sind so wenige Menschen in der Lage zu differenzieren, zu sagen, das hat ja mit dem, diese Massenmorde haben mit einer Religion, mit dem Islam überhaupt nichts zu tun. Man würde ja in der Tat auch nicht sagen, wenn es Christen wären, dass es Christen sind, wenn die sich als Christen bezeichnen würden. Ich glaube, da vermischt sich eine Menge. Die Probleme, die in der Integration der verschiedenen Generationen von Migranten in den letzten Jahrzehnten stattgefunden haben, die Ressentiments, die eh schon vorhanden waren, die Ängste, da vermischt sich so viel, dass es, glaube ich, extrem schwierig ist, darüber eine rationale Debatte zu führen. Wir haben ja Angst, sagen wir, müssen die Muslime erst recht Angst haben in Europa vor dem, was kommen wird, dass man ihnen die Schuld zuschiebt? Also wenn man sich anguckt, wie viele Anschläge es in den letzten Monaten allein in Deutschland gab, aber auch in Frankreich, ja natürlich. Also wobei natürlich wir zwei Sachen nicht vergessen dürfen. Erstens mal, was dem ja auch zugrunde liegt, nehmen wir mal von unseren ISIS-Leuten, die wir gerade beschrieben haben, wie sie sind, ab. Wir haben ja auch einen ganz tiefen Konflikt in der islamischen Welt. Die allergrößte Zahl der Opfer von Anschlägen aller Art sind Muslime. Wir haben jetzt so pro Jahr 350, 360 Selbstmordanschläge, so der größten Art mit Sprengstoffgürtel. Zwei Drittel davon passieren in muslimischen Ländern. Das im Irak passiert sowas nahezu täglich. Und es gab ja auch so die eine oder andere Stimme, die sagte, bevor wir das Flüchtlingsproblem hatten, die sagt, naja, also betrifft uns ja nicht so furchtbar, weil das ja da unten passiert. Und erst durch das Flüchtlingsproblem kam es heraus. Also es ist ein sehr stark ein innermuslimischer Konflikt. Zweitens würde ich mir aber auch wünschen, dass dann Muslime auch in unseren Gesellschaften früher und deutlicher sagen, dass sie sich davon distanzieren. Es gibt erst jetzt, ich sah das jetzt irgendwann seit ein paar Tagen, gibt es diese Kampagne nicht in meinem Namen. Das hat sehr, also in Deutschland hat es das. Wir fangen ein neues Thema an und sind am Ende der Sendung. Das muss ich nur sagen. wir werden das ja auch weiter beobachten. Es geht ja in der Tat auch um das friedliche Zusammenleben mit Muslimen in der europäischen Gesellschaft. Und wenn das nicht gelingt, dann werden wir große Probleme bekommen. Eine letzte Frage, bitte eine kurze Antwort, vielleicht auch ja oder nein. Egal wie lange der Kampf dauert, ist der IS, ist dieses Terrornetz zu besiegen? Ja. Gut, das ist ja wenigstens ein positiver Hinweis am Ende dieser Sendung. Ich bedanke mich, dass Sie da waren. Liebe Zuschauer, morgen gibt es keine Phoenix-Runde, sondern das Länderforum Thüringen. Michaela Kolster und Michael Hirz im Gespräch mit dem thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow. Bleiben Sie bei Phoenix.